Ihre Leinwand ist ein Ei. Mittlerweile sind es hunderte Kunstwerke. Die entstehen in ihrem Atelier in der Schmidtgasse in Wels. Blumen, Gesichter, Osterhasen. Andrea Wiener Ferrerhofer malt alle Motive. Die Eierschale kann man bemalen wie Aquarellpapier. Darum male ich die auch mit Aquarellform. Und gewisse Muster übe ich halt zuerst auf dem Aquarell, da mache ich mal Büderl. Und es ist Übungssache. Ja. Und man kann so ein Ei kostet ja nicht viel, wenn es wirklich ist, nimmt man sich das nächste. Pro Ei braucht sie etwa 3 Stunden. Eines ihrer Lieblingsmotive, die Heimatstadt Wels. Das ist unser Lederturm. Ja, auf einem Gänsei, auf einem relativ großen Gänsei. Da spült man sich schon einmal ein paar Stunden. Gell? Das ist, weil die Rückseite ist ja auch bemalt, 2-3 Stunden. Und ich habe ein Ei, wo ich schon 10 Stunden gesessen bin, aus Porzellan. Urlaubsmotive oder Insekten. Die Hobbymalerin bringt alles aufs Ei. Die Techniken hat sie in Kursen erlernt und sich vieles selbst beigebracht. Machen wir da mal irgendwas Wildes, ne? Ich wollte eigentlich Kunst studieren. Ich wollte irgendwas machen, was Kreatives. Und meine Eltern haben mir das eben nicht erlaubt. Damals hat man nur gehorcht, was die Eltern gesagt haben. Jetzt ist es ja nicht mehr so, ne, mit der Jugend. Und habe dann diesen Beruf eingeschaut. Damenkleidermacher mit Meisterprüfung, damals in Wels. Und Schneiderei. Bin auch dann Direktorin in der Damenoberbekleidung gewesen und habe Modelle entworfen. Als ihr Sohn zur Welt kam, hat sich die Welserin ein Hobby zugelegt, und zwar Malen. Ich habe halt einfach angefangen, immer wenn ich Zeit gehabt habe, malen. Und da mir das leicht fällt, dass mir das liegt, und Ideen habe ich genug und Geduld habe ich auch, habe ich halt einmal angefangen mit Hinterglas, dann Glasmalerei, Porzellan bemalt, dann waren es die Puppen, die Ostereier sowieso über, nicht? Da kann man ja so schön üben als Kind schauen. Wie gesagt, ich habe alles ausprobiert und das meiste wird auch was. Bunte Ostereier gibt es schon seit dem 12. Jahrhundert. Am Karsamstag wurden traditionell Eier gefärbt. Es gilt als Fruchtbarkeitssymbol, denn hinter der Schale verbirgt sich neues Leben. Das Küken, das aus dem Ei schlüpft, erinnert an die Auferstehung Jesu am Ostersonntag. Für Christen ist das Ei ein wichtiger Bestandteil des Osterfestes. Wochen vor Ostern hat die Hobbymalerin die meiste Arbeit. Denn Frühlings-, Hasen- oder Kükenmotive sind dann begehrt. Bekannt ist Andrea Wiener Ferrerhofer aber auch für ihre Eier mit Gesichtern. Die meisten kennen die Eier, die Ostereier, ob es auf ausblasene Hühnereier, Gänseeier oder Plastikeier ist, was man oft kaufen kann. Und das sind meine Charaktereier. Das ist aus Keramik, ich habe es auch aus Porzellan schon gemacht. Da habe ich eine Gussform. Das wird gegossen, ja. Das ist aus Ton, ein Flüssigton, das wird gegossen, wird brennt und wird dann bemalt. Und da habe ich ungefähr 9 verschiedene mit verschiedenen Gesichtern. Produktion voll im Gange. Im Atelier in Wels warten bereits die neuen Ostermotive.